Bischof Dr. Stefan Oster, SDB, geboren 1965 in Amberg, ist seit 2014 Bischof von Passau. Der Salesianer ist in der Deutschen Bischofskonferenz stellvertretender Vorsitzender der Jugendkommission und Sportbeauftragter. Im Rahmen der Tagung der Franciscan University of Steubenville in Garming, Österreich, Der erlöste Leib, Veritatis Splendor und die Theologie des Leibes von Johannes Paul II., sprach er zum Thema die Sakramentalität des Menschen. Danke von Herzen für die Einladung zu diesem Abend, aber auch zu dieser Tagung. Ich freue mich sehr, über dieses Thema, die Sakramentalität der menschlichen Person, sprechen zu dürfen und möchte ganz am Anfang einfach ein paar sehr bekannte Grundlagen. Ganz kurz, was ist ein Sakrament? Ganz kurz in den Katechismus geguckt. Ein Sakrament ist ein sichtbares Zeichen von Christus eingesetzt, der Kirche anvertraut, durch das göttliche Gnade vermittelt und das göttliche Leben gespendet wird. Ich möchte darauf raus, mit Ihnen zu verstehen, warum der Mensch selber ein Sakrament ist oder dazu berufen ist, Sakrament zu sein. Deswegen am Anfang dieses kurze Zitat, da wäre natürlich sehr, sehr viel zu sagen. Ich möchte es noch ein bisschen vertiefen. Die Kirche wird vom Zweiten Vatikanischen Konzil selber beschrieben als Sakrament der Vereinigung, das heißt Zeichen und Werkzeug für die innigste Vereinigung mit Gott, für die Einheit der ganzen Menschheit. Hier merkt man schon, das Sakrament, wir denken manchmal, das ist irgendwie ein dinglicher Vollzug, vor allem in der Eucharistie. Ich bekomme da so eine geweihte, konsekrierte Hostie und esse die dann und habe das Sakrament empfangen, oder ich empfange die Taufe als dingliches Übergießen mit Wasser, so wär's, als wäre es jetzt so mal ein konkretes Medikament, das ich bekomme. Das ist nicht völlig falsch, aber an diesem zweiten Zitat sehen Sie, wie umfassend die Dimension von Sakrament verstanden werden kann. Die ganze Kirche quasi ein Sakrament der innigsten Vereinigung Gottes mit der ganzen Menschheit, man könnte sogar sagen mit der ganzen Schöpfung. Wenn wir sagen, die Kirche ist auf der einen Seite Sakrament, dann ist die Kirche doch durchgehend durch die Schrift, so wie das Volk Israel auch, immer wieder beschrieben als Wohnung Gottes unter den Menschen. Die Wohnung Gottes unter den Menschen ist die Kirche, ist das himmlische Jerusalem, ist das Volk Israel. Das ist der Ort, wo Gott sich erkoren hat, darin zu wohnen. Ganz stark im Alten Bund der Tempel in Jerusalem, der Wohnort Gottes unter den Menschen. Im Griechischen ist Sakrament auch in der Schrift mit Mysterium beschrieben. Ich liebe das Wort, die Übersetzung des Wortes Geheimnis. Und zwar nicht, weil es ein Geheimnis wäre wie ein Rätsel, das schwer zu lösen wäre, sondern weil Geheimnis enthält im Deutschen das schöne innere Wort Heim. Und die Vorsilbe G, die wir oft verwenden, wenn wir zum Beispiel etwas groß machen, das Gebirge ist eine Versammlung von vielen Bergen, das Gebiss ist eine Versammlung von vielen Zähnen und das Geheimnis lässt sich vielleicht deuten als etwas, worin ich sein darf, was größer ist als ich selbst. Ein Geheimnis in diesem Sinne. Tiefer noch, der Mensch als das Sakrament. Sie kennen alle das Wort von Paulus, nicht mehr Christus, nicht mehr ich lebe, Christus lebt in mir. Wir alle wissen, dass Paulus da nicht untergeht. Im Gegenteil, Paulus ist, seit Christus in ihm lebt, viel selbstbewusster wahrscheinlich, als er vorher war. Oder unglaublich gewissermaßen aus dem Geheimnis Christi erneuert. Wir leben einen neuen Paulus, der Dinge zu sagen wagt, wie: und selbst wenn ein Engel vom Himmel käme und ein anderes Evangelium verkündete als ich, verflucht sei der Engel. Ja. Also mit diesem Selbstbewusstsein tritt Paulus an, nicht mehr ich lebe, Christus lebt in mir, aber er ist so überzeugt von dieser inneren Verbundenheit mit dem Herrn. Auch das noch vielleicht, in der Kirche ist es üblich geworden, Christus als das Ursakrament und die Kirche selber als das Grundsakrament zu bezeichnen. Ich möchte mich mit Ihnen jetzt dem Verstehen nähern, warum wir als Personen, auch als Personen in Leiblichkeit, Sakrament sind und
sein können, und zwar über einen ganz einfachen Vollzug, den Vollzug des Zuhörens. Sie wissen, dass Papst Franziskus das Wort Synode, Synodalität in das Leben der Kirche neu eingebracht hat, und heute beschäftigen sich alle mit Synodalität. Und ein ganz wesentlicher Punkt, den Papst Franziskus immer sagt, Synode bedeutet Zuhör. Synode bedeutet Zuhören. Das ist nur ein Aspekt, aber den hört er nicht auf, uns immer wieder vorzusagen. Deswegen ist es vielleicht auch ganz spannend, sich über den Vollzug des einer hört dem anderen zu verständigen, was das für eine Weise des Hörens sein kann, damit wir erleben, dass wir Sakrament sind, füreinander Sakrament sind. Zunächst ist Zuhören eine Weise, einem anderen in sich Raum zu geben. Für mich ein ganz wichtiger Aspekt, dass wir fähig sind, Raum zu geben, Raum zu eröffnen, und zwar nicht nur in einem materiellen, sondern in einem geistlichen Sinn. Wir sagen ja ganz oft, du hast in meinem Herzen Platz, ja? Oder ein Mensch ist weitherzig oder engherzig. Das heißt, irgendwie gibt es die Möglichkeit, den Innenraum eines anderen zu betreten oder sich so zu öffnen, dass der Innenraum vom anderen in mir betreten werden kann, sodass ich offen sein kann auf den anderen. Also, dem anderen in sich Raum geben und ihn in die Freiheit helfen, ins eigene Wort zu finden. Wahrscheinlich haben Sie das alles schon mal erlebt, wenn Ihnen ein Mensch wirklich zuhört, dann finden Sie oft selber das Wort, nach dem Sie suchen, oder die Erzählweise, die Sie jetzt brauchen. Das heißt, der andere, der Hörende, ist so innerlich bei Ihnen, dass er Sie gewissermaßen von unten trägt und Ihnen ins Wort hilft. Genauso wie umgekehrtes Phänomen ist, in dem Augenblick, in dem Sie merken, der hört mir gar nicht zu, stockt Ihnen manchmal das Wort im Hals. Ja? Das heißt, das kann das innere Wort ersticken. Dem anderen in sich Raum geben, ihm in die Freiheit helfen, ins eigene Wort zu kommen. Alle kennen das Phänomen, wenn mir mal jemand wirklich zugehört hat und ich gehe aus dem Gespräch raus, dass ich mich danach wahrscheinlich selber besser verstehe, als ich mich vorher verstanden habe. Eine solche Haltung ist notwendig freigebend. Das heißt, ich muss eigentlich den anderen loslassen, innerlich, um ihn von sich selbst her kommen zu lassen. Wenn ich schon immer wüsste, was der andere mir zu sagen hat, ne, kennen wir, ja, jetzt hängt mir der wieder so einen Text ans Knie, hat er schon tausendmal wiederholt und jetzt muss ich dem auch noch zuhören. Innere Freigabe bedeutet, den anderen innerlich loszulassen. Es ist nicht besitzergreifend. Besitzergreifend ist, ich will so zuhören, dass ich kontrollieren kann, was der andere mir sagen wird. Ja? Und wenn er zu weit die Klappe aufreißt oder so, dann kriegt er eine zurück oder ich weiß nicht was. Es ist nicht besitzergreifend. Ich lasse ihn los im Hören. Also es ist in gewisser Weise eine lautere oder ein altes Wort, keusche Haltung des Hörens. Nicht begierlich, nicht, wann höre ich endlich das, was du mir sagen willst? Oder hör auf, sag mir irgendwas Interessantes, du langweilst mich. Freigebend, nicht besitzergreifend, ihm helfen, ins eigene Wort zu kommen. Also gewissermaßen die Trennung, die mit dem anderen durchführen, aber nicht eine Trennung, die irgendwie ihn verstößt, sondern so, dass er sich von sich zeigen kann. Das erfordert, meine Lieben, auch eine innere Freiheit von sich selbst. Weil, ich werde das nachher noch ein bisschen vertieft ausführen, ich bin auch ein Verhältnis zu mir selbst. Ja, jeder hat ein Verhältnis zu sich selbst. Und einem anderen Raum geben, heißt, den Raum so zu öffnen, dass er mich eigentlich auch verwunden kann. Wenn ich so kontrolliert wäre, bei mir bliebe, dass ich den Raum nur so weit öffne, dass ich kontrolliere und dosiere, was er sagt oder sie sagt,
dann bin ich noch nicht richtig im Zuhören, weil ich zu sehr mit mir selbst verbunden bin, zu wenig gewissermaßen ihm die innere Offenheit meines Herzensraums schenke, aber dafür brauche ich Freiheit. Verstehen Sie, nur eine Freiheit, die bereit ist, sich verwunden zu lassen, kann wirklich zuhören und kann dem anderen ins Sprechen verhelfen. Setzt auch eine gewisse Reife voraus, ja? Also eine innere Gelöstheit von sich. Nicht, dass das bei jedem immer schon perfekt wäre oder gerade bei mir, aber Sie spüren vielleicht, dass wirkliches Hören einen Reifeprozess braucht. Und Sie ahnen vielleicht auch, warum in unserer Welt viel, viel mehr gesprochen als wirklich gehört wird. Ich antizipiere den anderen nicht in einer Weise, die mit dem anderen schon fertig ist, weiß eh schon, was der mir sagen will. Ja? Ich habe ihn eh schon im Denken fertig gemacht. Der sagt mir nichts mehr Neues. Diese Person ist keine Überraschung mehr für mich. Ja? Hüten Sie sich vor Menschen, die von Ihnen sagen, ich kenne dich durch und durch. Das heißt Kontrolle und heißt, ich bin eigentlich fertig mit dir. Du hast mir nichts mehr Neues zu sagen. Dabei ist jeder Mensch so ein Geheimnis, dass er für den anderen immer neue Überraschung sein kann. Und Liebende, die wirklich miteinander so unterwegs sind, dass sie sich lieben, die lassen sich auch nach vielen Jahren immer noch vom anderen überraschen. Weil der Mensch unerschöpflich ist als Geheimnis des Personseins. Also diese Haltung ist natürlich auch geduldig und ich liebe das griechische Wort dazu. Geduld heißt Hypomone. Das heißt, irgendwie darunter bleiben. Also von der inneren Haltung sich gewissermaßen unter den anderen stellen, damit er aufscheinen kann, mir sich zeigen, mir in mir sich Gehör verschaffen kann. Dass es verwundbar ist, notwendig, habe ich schon gesagt. Natürlich gibt es unterschiedliche, wir sind alle in einer Welt unterwegs, in der es Zwecke gibt und Verpflichtungen und Notwendigkeiten, dass wir nicht in jeder Situation in dieser Weise hören können. Aber wenn es gelingt, so zu hören, dann ist es immer wieder ein Geschenk für den, der hört und für den, der zuhört. Und übrigens, Hören ist nicht einfach nur in das Schema aktiv-passiv einzuordnen. Der spricht, ist der Aktive, der hört, ist der Passive. Sondern jeder, der schon mal wirklich zugehört hat, weiß, dass es ein inneres Mitsprechen ist, ein inneres Mitgehen mit dem anderen und vielleicht viel mehr Aufmerksamkeit verlangt, als einfach nur zu reden. Und umgekehrt, wenn ich im Sprechen kein Hörender bin, wenn ich nur monologisiere über sie weg und ich versuche nachzuvollziehen, ob sie mitgehen können, dann bin ich auch nur ein Sprecher. Und ich weiß nicht, der eine oder andere wird schon mal erlebt haben, dass er auch betrunken war. Wenn man betrunken ist, redet es sich viel leichter, als dass man hört. Also man blubbert halt dann und quatscht irgendwelches Zeug vor sich hin. Und es gibt aber kein gegenseitiges Zuhören mehr. Also Zuhören als ein Vollzug des Seins im Sinn von, jetzt bin ich ganz da. Es gibt kein wirkliches Zuhören, ohne ganz in der Gegenwart zu sein. Ohne im Hier und Jetzt zu sein. Und im Hier und im Jetzt, so sind wir Menschen gebaut, geht nur in der eigenen Leiblichkeit. Ich kann nicht im Hier und Jetzt sein und von meinem Leib abstrahieren. Okay. Zuhören als Eröffnung des Panoramas, der Mensch als Sakrament. Jetzt komme ich auf die Dimension von Zeiterfahrung, die ich jetzt gerade angedeutet habe, die für dieses Phänomen Sakramentsein auch wichtig ist. Und ich möchte reden von der Erfahrung von Gegenwart. Ist Ihnen schon mal aufgefallen, dass wenn wir Zeit messen und Zeit zählen, dass die Zeit, die wir messen und zählen, eigentlich gegenwartslos ist. Ja, in dem Augenblick, in dem ich jetzt sage, ist jetzt schon wieder vergangen. Also wir zählen Zeit nach rückwärts, wir können sie messen, wir zählen Zeit nach vorwärts, aber die nur physikalisch gemessene Zeit ist ohne Gegenwart. Und gleichzeitig spüren wir alle, dass in der Gegenwart sein so eine wichtige Dimension für unsere Existenz wäre.
Das heißt, wir leben auch durchschnittlich existenziell häufig und wahrscheinlich auch häufiger als in der Gegenwart in sowas wie zerrissener Zeit. Vielleicht sind Sie jetzt in einen Modus des Hörens, Mithörens gekommen, wo Sie sagen können, ich bin ganz da. In dem Augenblick, in dem ich das jetzt sage, reflektieren Sie vielleicht schon auf sich selbst. Was sagt er denn da? Bin ich jetzt wirklich ganz da oder wo bin ich? Oder freue ich mich schon auf das Bier danach? Oder wie geht es meinen Kindern daheim? Oder ich weiß nicht, verstehen Sie? Also wir sind eigentlich durchschnittlich in zerrissener Zeit. Entweder hoffe ich, dass jetzt endlich Urlaub wird oder ich muss meine Wunden aus der Vergangenheit bearbeiten und komme nicht ins Hier und Jetzt. Das heißt, auch unsere existenzielle Zeiterfahrung ist die durchschnittlich eher zerrissene Zeit. Ja? Schon vorweg sein, an irgendwas hinten hängen, das ich bearbeiten muss oder Angst haben vor dem, was jetzt da kommt, das mich dauernd bedrängt, das mich auch unfähig macht, hier zu sein, all sowas. Aber jetzt möchte ich mit Ihnen ein Phänomen kurz anschauen, das in dem Zusammenhang für mich ganz wichtig geworden ist, das Phänomen der Selbstvergessenheit. Also viele von Ihnen oder wahrscheinlich alle haben schon die Erfahrung gemacht, dass wenn Sie tief im Gespräch sind über eine Sache oder Sie machen leidenschaftlich gern Musik und lassen sich hineinfallen in die Musik, im Spielen oder im Hören, oder Sie sind Sportler oder Sportlerin und lassen sich ganz auf das Spiel ein, in dem Wettbewerb, in dem Sie gerade unterwegs sind. Oder Sie haben eine Schreibseele, eine schriftstellerische Seele und konzipieren ein Gedicht oder einen Roman und tauchen darin ganz ab. Oder es könnten auch ganz alltägliche Vollzüge sein, weiß ich was, Sie kochen oder Sie spülen ab, ich weiß es nicht, aber worauf ich hinaus will, Zeiten oder Momente, in denen ich ganz intensiv bei der Sache bin, ganz intensiv mit etwas beschäftigt bin und die eigenartige Erfahrung ist, dass das erstens Zeiterfahrung von Dauer ist. Ich habe zum Beispiel früher gern mit meinen Studenten Fußball gespielt. Und wir haben leidenschaftlich gespielt und du bist nach 1,5 Stunden vom Platz gegangen und hast gesagt, ist schon wieder vorbei. Du warst ganz in der Sache, ganz hineingegeben in den Vollzug. Und wenn du dich fragst, wann sind denn Momente von Dauer, von Gegenwart, von wirklich Dasein, dann in solchen Momenten, wo man am wenigsten über sich nachdenkt. Weil wenn ich beim Fußball dauernd denke, wann schieße ich endlich das Tor und wann spielt der Idiot endlich zu mir, damit ich das Tor schieße, dann schieße ich es in der Regel wahrscheinlich nicht. Ich muss das Spiel lesen, ich muss mich einlassen auf den anderen, ich muss mit der Mannschaft unterwegs sein und ich muss einfach ganz bei der Sache sein. Und es ist natürlich nichts Geistloses, sondern es ist eigentlich ganz geistvoll, ja, weil ich leiblich, seelisch, willentlich, ganz bei der Sache bin. Und es ist eine Erfahrung von Dauer. Ja, da passiert was in der Gegenwart. Ich bin irgendwie ganz da. Und die interessante Erfahrung ist, wenn Sie sich mal in Ihrem Leben zurückfragen, wann war ich denn in meinem Leben am authentischsten? Wann bin ich am tiefsten ich selbst? Ganz oft in Momenten, in denen sie am meisten selbstvergessen sind. Am meisten bei der Sache, beim anderen, irgendwie hingegeben. Das heißt, unser Geist, unser Innenleben ist eigentlich so konzipiert, dass wir am tiefsten wir selbst sind, wenn wir ganz beim anderen oder ganz bei der Sache sind. Eigenartigerweise. Wenn wir... Vielleicht ein Beispiel, das mir immer wieder hilft, es tiefer nachzuvollziehen. Wenn Sie gut einschlafen können, gesegnet sind Sie. Wenn Sie im Bett liegen und sagen, jetzt will ich mal den Moment erwischen, wann ich endlich einschlafe und wie das ist, schlafen Sie nie ein. Das heißt, Sie müssen sich überlassen können. Sie müssen sich auch dem Schlaf überlassen können. Und auch da wieder spüren wir ein gewisses Maß an innerer Freiheit, an getragen sein in der Hoffnung oder im Bewusstsein, dass ich nicht in einen Abgrund stürze, wenn ich einschlafe
Oder wenn ich mich radikal auf eine Sache, auf einen Menschen, auf ein Spiel einlasse, ich brauche eine Art Grundvertrauen, dass ich mich loslassen kann. Aber dann bin ich am meisten ich selbst. Ich spiele Fußball und mache das wahnsinnig engagiert, bin aber ganz im Spiel. Fragen wir uns, werde ich gespielt oder spiele ich? Oder ist ein und dasselbe? Ist nur das eine die Kehrseite des anderen? Das heißt, wenn Sie sich fragen, Aktivität und Passivität gehen da im Modus der Selbstvergessenheit ineinander. Die griechische Sprache hat das Medium passiv. Ne? Also wir haben nur aktiv oder passiv, aber ich werde gespielt, könnte man griechisch sagen. Also wenn Sie sich fragen, auch ich habe vorhin das Beispiel vom Hören nochmal gesagt, ist Hören wirkliches Hören? Passivität? Ne, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Es ist was von Sein bei der Sache und innerlich mitvollziehen, worum es da geht. Und interessanterweise ist es auch, wissen Sie, eine Art von Selbstwerden, weil es findet ja trotzdem in einer Zeit statt, die vergeht und es ist die Zeit, eigentlich die Erfahrung, es dauert. Aber wenn Sie sich fragen, wann am meisten in Ihnen passiert, auch im Sinn von, Sie werden tiefer, der Sie sind, eine alte anthropologische Weisheit, die Aufforderung, werde der du bist. Wenn Sie fragen, wann werden Sie denn mehr der Sie sind oder die Sie sind, dann auch in Momenten der Selbstvergessenheit. Wissen Sie, wir bewundern Kinder, wenn sie selbstvergessen spielen können. Sie sind ganz beim Spiel, ganz bei der Sache. Ja, wenn Sie ein Kind haben, das so unterwegs ist, lassen Sie es so oft wie möglich spielen und bei der Sache sein. Weil das ist eine Weise, in der es sich ganz tief, unbewusst selbst erfährt und darin wächst und mit der Wirklichkeit in Berührung ist und mit der eigenen Wirklichkeit in Berührung ist. Also das ist auch das Interessante, dass wenn ich vom Sein rede, dass wir meinen, das Personsein ist nicht einfach was Statisches, ist nicht einfach ein Begriff, sondern ist Lebensvollzug. Ja. Im Gegenwärtigsein. Folglich gilt auch hier wieder, existenzielle Gegenwart ist für den Menschen nur in seiner konkreten Leiblichkeit erfahrbar, im Hier und Jetzt. Da ist der ganze Kerl, die ganze Frau beteiligt in solchen Vollzügen. Ja, das geht nicht, dass ich mich irgendwie rausbeame aus meinem, intellektuell in irgendwelche Welten mich versteige und mein Leib irgendwie da unten sitzen lasse. Menschen werden nur als Einheit von Leib und Seele tiefer sie selbst. Jetzt habe ich vorhin schon angedeutet, dass es sowas wie die dialogische Differenz gibt. Ja? Die wirkliche Zuwendung zum anderen besteht im Grunde notwendig darin, dass ich lerne, den anderen sein zu lassen, im guten Sinne frei zu lassen. Ja? Es gibt natürlich verschiedene Alter, von der Kindheit über die Jugend, wo das in unterschiedlichem Maß passiert, aber jede Mama lernt, jeder Vater lernt, dass das Kind am Anfang festgehalten wird und du musst lernen, die Arme aufzumachen und das Kind gehen zu lassen und sein zu lassen und es selbst werden zu lassen. Ja? Das heißt, wenn wir uns in einer sehr grundsätzlichen Weise fragen, was Liebe ist, unerlöste Liebe, ja? Ich glaube immer, Liebe ist neben Gott das am meisten missbrauchte und missverstandene Wort der Welt, obwohl wir alle uns nach Liebe sehnen. Ja? Aber Liebe, die unerlöst ist, ist immer besitzergreifend. Und zwar fast immer auch in einem Sinn, der halt, natürlich brauchen wir einander. Ja? Aber von C.S. Lewis gibt es das schöne Wort, wenn du mal wirklich einen Christen triffst, der einer ist, dann wirst du die Erfahrung machen, der liebt dich mehr und braucht dich weniger. Der liebt dich mehr und braucht dich weniger. Und wir neigen dazu, gell? Oh, endlich habe ich dich, ich habe dich so lieb, aber Gott sei Dank bin ich jetzt nicht mehr so allein. Also wir neigen dazu, von uns her die
dialogische Differenz durch Formen der Besitzergreifung schließen zu wollen. Und das analog gilt es eigentlich auch für mein Selbstverhältnis. Wissen Sie, wir sagen relativ schnell, ich habe ein Selbstverhältnis. Ich mag mich oder ich mag mich nicht. Ja? Das ist im Grunde das Drama unseres Lebens, das Drama der Selbstannahme. Aber ist Ihnen schon mal aufgefallen, dass Sie nicht nur ein Selbstverhältnis haben, sondern im tieferen Sinn noch ein Selbstverhältnis sind? Sie sind ein Selbstverhältnis. Wissen Sie, ich habe ein Selbstverhältnis, bedeutet, ich hänge irgendwie in meinem Ego und kann unterscheiden und differenzieren lernen, ja, wie gebe ich mich jetzt, wie zeige ich mich jetzt, das kann ich kontrollieren, gell? Ich kann auch lügen, das kann ich alles von meinem Ego steuern, oder ich kann sagen, wie begegne ich dieser Person jetzt, das dosiere ich jetzt von meinem Ego aus, weil so nah will ich sie jetzt nicht an mich ranlassen, ich halte sie weg, ist nicht immer nur schlecht, aber innerlich sein beim anderen, selbstvergessen sein beim anderen, als Weise des Selbstseins, das ist ein Selbstverhältnis sein und nicht nur haben. Existenziell, je tiefer Sie Mensch als Sie selbst werden, desto mehr kommt die Dimension durch, dass Sie ein Selbstverhältnis sind und nicht nur haben. Und das wiederum setzt voraus, meine Lieben, dass ich in gewisser Weise mich so getragen weiß, dass ich mich hergeben kann, dass ich mich nicht dauernd festhalten und nicht dauernd kontrollieren muss. Das heißt, im Grunde gewinne ich das Selbstverhältnis nur im tiefen Sinn aus der Erfahrung von Getragensein. Woher das kommt, könnt ihr euch denken, können wir aber auch noch nachher bedenken. Dann heute ist schon mal angeklungen, die erste Seligpreisung. Ich glaube, Katharina hat darüber gesprochen. Ist Ihnen schon mal aufgefallen, dass in der wichtigsten Rede, die Jesus gehalten hat, die berühmteste Rede, die wichtigste, der allererste Satz heißt, selig die arm sind vor Gott. Und dann heißt es noch, ihnen gehört das Himmelreich. Das ist Präsenz. Das heißt, die Dimension des Gehörens ist jetzt schon da. Selig die hungern, sie werden gesättigt werden. Selig die trauern, sie werden getröstet werden. Selig, die arm sind vor Gott, ihnen gehört das Himmelreich. Ich glaube, die achte Seligpreisung heißt auch nochmal, selig seid ihr, wenn ihr um meines Namens verfolgt wird, denen gehört das Himmelreich. Ja. Aber hier, warum hier Präsenz? Hier steht, die arm sind vor Gott. Das ist die Einheitsübersetzung, die so übersetzt. Das ist auch nicht doof, weil eigentlich steht da, selig, die arm sind im Geist. Ja. Und das Missverständnis, dass man denkt, nur die Doofen kommen in den Himmel, das ist damit ausgeräumt, dass man sagt, selig die arm sind vor Gott. Das ist nicht verkehrt, aber es sagt nicht das Ganze. Das, was ich versucht habe, über das Zuhören zu sagen, ist, erwarte ich das Wesentlichste meines Lebens, den Reichtum meines Lebens, aus meinem Arm sein können vor ihm? Erwarte ich wirklich, dass er zu mir spricht, seine Liebe mir zeigt, mir barmherzig und vergebend begegnet, mich in meinem Leben trägt? Wenn ich das Wesentliche meines Lebens von Gott erwarte, bin ich arm vor ihm und zugleich der reichste Mensch, den Sie sich denken können. Zugleich der reichste Mensch. Ich war eben erst in Assisi und diese Gestalt, Franz, berührt mich immer wieder neu. Der Poverello, der Arme, der innerlich der Reichste war, den Sie sich vorstellen können. Und Jesus selber natürlich auch. Das heißt, jemand, der in dieser Weise auf Gott hin arm sein kann, dem gehört schon das Himmelreich. Der ist schon in Berührung, das ist schon angebrochen in dem. Wissen Sie, was der Name Gottes ist? Exodus 3,14, das ist eine der wichtigsten Stellen in der Schrift. Ich bin, der da ist. Wir können es auch übersetzen, ich bin der Seiende. Ich bin die Wirklichkeit aller Wirklichkeiten. Oder ich bin der Gegenwärtige. Glauben wir von dort her, liebe Schwestern und Brüder, dass ohne die Fähigkeit, da zu sein, gegenwärtig zu sein,
wir nichts von dem erleben werden, was wir im weitesten Sinn Gottes Erfahrung nennen, weil er der Gegenwärtige ist. Und er wieder, wie die Schrift sagt, arm geworden ist, damit wir reich werden. Wir können es auch übersetzen, natürlich, ich bin der da ist für dich, weil dieses Dasein ist kein statisches Dasein, sondern Gott ist der, der das Schreien seines Volkes hört. Gott ist der, der kommt, um uns aus dem Schlamassel rauszuleben, um für uns da zu sein. Das heißt, seine Gegenwartsweise ist eine Weise dramatischer, radikaler, armer Offenheit für uns Menschen. Und die Frage ist, in welcher Weise sind wir antwortend da? Er bindet sich an die endliche Zeit und den endlichen Raum, um was zu tun, als die Zeit erfüllt war. In gewisser Weise ist mit seinem Kommen Zeit erfüllt. Jetzt können wir, wie der Hebräerbrief sagt, ins Land der Ruhe kommen. Wissen Sie, wenn wir in der Messe sind und uns den Frieden wünschen, dann heißt es, dass von Christus her ein Frieden da ist und möglich ist in deiner Seele, der uns nicht mehr aus der Bahn werfen kann. Ja, jetzt denkst du, ja, der Bischof, der redet jetzt so gescheiter her. Ja, ich rede jetzt gescheiter her. Und ehrlich gesagt, ich bin auch nicht immer im Frieden. Aber ich ahne und habe auch schon immer wieder erfahren dürfen, dass der Glaube, das Vertrauen, das sich auf ihn hin überlassen, wirklich in einen Frieden führt, ins Land der Ruhe führt. Wir haben als Christinnen und Christen das Geheimnis der offenen Tür zum Land der Ruhe. Weil er da ist und uns trägt. Weil er mit seinem Kommen die Zeit erfüllt hat, weil sie in ihm auch erfüllt ist. Kehrt um und glaubt, das Himmelreich ist da, es ist nahe. Das heißt, der irdische Mensch ist als Ganzer, also auch mit seinem Leib und durch ihn berufen, Ort der Gegenwart Gottes zu sein und in gewisser Weise immer mehr zu werden. Also eine antwortende Gestalt auf die Liebe Gottes zu werden, die anderen Raum geben kann und damit Präsenz ermöglichen kann. Jetzt, was hindert uns daran? Es ist auch keine vollständige Liste, einfach ein paar Punkte aufgezählt, die uns hindern, so da zu sein, dass wir hineinfinden in die Gegenwart Gottes. Natürlich sowas wie der Verlust von Ur- und Grundvertrauen. Ich unterscheide es jetzt mal, das ist jetzt keine klassisch gewordene Unterscheidung, aber im Grunde im Anschluss an Christus ist Ursakrament, Kirche ist Grundsakrament. Glaube ich, dass die Welt als Ganze von Gott wirklich getragen ist? Oder muss ich mich permanent selber absichern und schauen, wo ich bleibe und mir alle meine Verdienste und Reichtümer unter den Hintern schieben und draufhocken, damit sie mir niemand mehr wegnimmt? Das ist nicht das gelassene Dasein in dieser Welt. Und dann Grundvertrauen, vielleicht gibt es einen Ort, die Kirche ist dieser Ort, weil die Kirche der Leib Christi ist, in der ich das konkret leben kann, die mir voraus ist, schon als Antwortgestalt. Ja? Die Mutter Gottes hat schon ihr antwortendes Ja gegeben mit ihrer ganzen Existenz und ist in unser allem Sinn Mutter. Und der unerlöste Mensch ist anders unterwegs. Der unerlöste Mensch lebt in zerrissener Zeit und vertraut wenig, dass es heile Zeiterfahrung geben kann, heile Gegenwartserfahrung. Die Angst vor dem Tod, ja, von vorne kommt der Tod auf mich zu, das weiß jeder, unausweichlich, die Katastrophe des Nichtmehrseins kommt auf mich zu, deswegen drehe ich mich in mich selber ein und versuche mich in dieser Welt festzumachen, so fest wie möglich. Es verhindert gegenwärtig sein, hingegeben sein, offen sein. Incurvatio in se ipsum, hat der Luther gesagt. Diese Selbsteindrehung. Die Zerrissenheit des Menschen, darüber habe ich schon gesprochen, im Blick auf Zeit und Raum, hier und jetzt da sein. Und dann natürlich, gell, als Gebrochene sind wir auch nicht automatisch integriert, sondern desintegriert. Wenn ich vorhin gesagt habe, in der Hingabe, in Selbstvergessenheit, da sind wir irgendwie geheimnisvoll ganz.
Da ist mein Leib involviert, da ist mein Wollen involviert, da ist mein Fühlen involviert, da ist mein Denken involviert. Alles ist jetzt gerade ganz bei der Sache. Aber wenn Sie dann in einem normalen Zustand sind, in einer also durchschnittlich normalen Zustand, wo das, diese Erfahrung aufgehoben ist, wissen Sie schon immer, was Sie wollen. Und ist Ihr Verstand genauso unterwegs wie Ihr Bauch? Oder ist Ihr Trieb gerade mal am sich verselbstständigen? Oder, verstehen Sie, oder dann tut mir das Kreuzweh und dann habe ich Kopfweh und dann habe ich die Nacht nicht schlafen können und ich will aber das. Und ich, verstehen Sie, also wir sind im durchschnittlichen Zustand eher desintegriert. Wir sind nicht heil. Ja. Und weil wir nicht heil sind, müssen wir uns auch so gut sorgen um uns selbst. Gell? Muss ich irgendwie dauernd an mich denken, damit das alles ein bisschen besser wird. Ja, und Sie bringen es natürlich eh nicht hin. Ja? Wenn Sie, ich weiß nicht, ob Sie das Gefühl kennen, gell? Endlich in Urlaub fahren. Und 14 Tage endlich in Urlaub fahren. Und dann so einen Stress haben mit allem, was ich glaube, machen zu müssen, dass ich endlich in die Ruhe komme, dann komme ich aber nie in die Ruhe. Kennen wahrscheinlich viele. Oder endlich Weihnachten feiern, gell? Einfach da sein und mit der Familie und in der Regel sind wir froh, wenn der ganze Gaudi wieder vorbei ist und alle wieder draußen sind. Wenn wir ehrlich sind, oft genug. Also wir sind nicht automatisch integriert, wir sind desintegriert ganz oft. Die Verselbstständigung des Trieblebens, habe ich schon gesagt. Ich weiß nicht, ob Ihnen schon mal aufgefallen ist, in Genesis 3,16 sagt Gott dem Adam und der Eva zu, also du wirst dich nach ihm verzehren zur Eva und er wird über dich herrschen. Also Macht und Begierde, an dieser Stelle negativ konnotiert, als Folge des Sündenfalls, als Folge der Desintegration und als unsere Versuchung, die dialogische Differenz zu schließen und Kontrolle zu kriegen. Ich herrsche über dich. Ich begehre dich. Ich will dich für mich, damit ich nicht so allein bin. Also versuche den anderen nicht in die Freiheit zu entlassen oder nicht ihn aus seiner Freiheit mir entgegenkommen zu lassen. Macht und Begierde. Die Lüge und die Heuchelei, seit ich weiß, dass ich ein Selbstverhältnis habe, kann ich immer so tun, als ob. Mir geht es echt oft so, auch in der Messe, gell, spreche ich von mir selber, aber ich nehme Sie einfach mal mit in Ihrer Heuchelei. Wenn Sie in der Messe sagen, Herr, erbarme dich, meinen Sie wirklich, dass jetzt gerade Gott sich wirklich Ihrer erbarmen soll? Wenn Sie in der Messe sagen, Gloria in excelsis Deo, feiern Sie ihn? Oder denken Sie, was hat die Nachbarin wieder Komisches an? Was spielt denn der jetzt für komische Musik? Ist ja seltsam. Wenn Sie Vater unser beten, haben Sie schon mal im Herzen wirklich den Vater gehabt, der jetzt auf Sie schaut und auf die ganze Gemeinde? Wenn der Pfarrer sagt, erhebe die Herzen und Sie sagen, wie aus der Pistole, wir haben Sie beim Herrn. Ehrlich? Ehrlich? Wo haben wir unsere Herzen? Ich will nur sagen, wir sind alte Heuchler. Wir tun als ob. Gott sei Dank hat der C.S. Lewis mal gesagt, wenn ich merke, ich bin liebesunfähig und tue mich schwer, dann tu als ob, du wärst der Mann, der sich die Maske aufsetzt, die ihn schöner macht als sich selbst. Und wenn der Mann nach Jahren die Maske abnimmt, wird er merken, er ist tatsächlich ein bisschen schöner geworden. Also man kann auch, obwohl man ein alter Heuchler ist, das Gutsein üben. Und dann wird es auch langsam besser. Okay? Ich will nur sagen, dass wir doch alle ziemlich unerlöst sind. Die Sehnsucht, unbedingt dazu zu gehören. Unsere Sehnsucht, gell? Ich weiß ja nicht, jeder von Ihnen ist hoffentlich auch da und dort Zeuge oder Zeugin des Glaubens. Aber in der Arbeit, wo die gerade wieder das Thema Kirche und Missbrauch hier auf dem Schirm haben und alle über den Pfarrer oder über den Bischof, über den Papst herziehen, gehen Sie dann hin und sagen, hey, Kirche ist echt meine Heimat und ich lebe daraus. Und weißt du eigentlich, worum es da geht und sowas? Oder sagen Sie, ja, also der echte Pfarrer ist manchmal wirklich ein Depp oder ich, keine Ahnung. Gell? Man will dazugehören. Wir wollen dazugehören. Gell? Wir haben nicht den Stand, dass wir tief in uns stehen, in der Wahrheit stehen und einander helfen, auch tiefer in die Wahrheit zu kommen. Wir wollen dazugehören. Das ist nicht nur schlecht, gell? Wir sind ja auch soziale Wesen, aber
Ihr ahnt alle, wisst ihr, also wenn der Geist ist das, was Beziehung stiftet, der Heilige Geist. Aber der Teufel ist auch reiner Geist und er tarnt sich immer unter dem Schein des Guten und versucht uns zu vereinigen in einer, weiß ich was, auf einmal sind es die Fremden, auf einmal sind es die, weiß ich was, die Frauen, die Männer, die Homosexuellen, ja, was auch immer. Ne? Wir neigen auch manchmal dazu zu sagen, die anderen sind draußen und wir sind wir. Heute haben wir gehört, dass wir alle verwundbar sind und alle einander in bestimmter Weise brauchen und am tiefsten den Herrn brauchen. Und lernen müssen, einander die Füße zu waschen, unabhängig davon, wie der oder die gerade unterwegs ist. Das sagt nicht der Oster, das steht im Evangelium. Ihr sollt eure Feinde lieben und für die beten, die euch verfolgen. Das ist, aber es steht in uns, steckt in unserer DNA, dass wir da anders unterwegs sind. Der Mangel an authentischer Liebe, das Gut des anderen als anderen wollen, ist eine Beschreibung von Liebe, die natürlich aus unserer großen Tradition kommt. Will ich das Gut des anderen, und die Zusatz als anderen ist wichtig, weil sonst sofort wieder meine Form der Liebe daherkommt als subtiler Egoismus. Weil ich den anderen schon mag, aber eigentlich nur für mich. Und so, wenn er mir nimmer passt, dann mag ich ihn nimmer. Will ich den anderen als anderen und sein Gut? Das sind Ausdrucksformen unserer Gebrochenheit. Also ich sage Ihnen, mein Beichtspiegel besteht regelmäßig in der Frage, hast du umsonst geliebt? Die mich schon oft reden haben, gehört haben, die wissen, dass das Wörtchen umsonst liebe ich sehr, weil es kommt von meinem alten Lehrer. Und es hat in Deutschen zwei Bedeutungen. Vergeblich und gratis. Vergeblich und gratis. So wie Christus liebt, ist es vergeblich für die Welt? Bringt er doch nichts. Was bist denn gut zu dem? Bringt er der was? Vergeblich und gratis. Es ist einfach nur geschenkt. Fragen Sie sich mal, ob Ihre Weisen, sich zu bemühen, zu lieben, umsonst sind. Am Karfreitag war der Herr am Kreuz gehangen und die Jünger haben gesagt, jetzt hängt er da wie der allerletzte Verbrecher, jetzt war alles umsonst. Und der Herr vergießt vom Kreuz sein Herzblut und sagt, ja, alles umsonst. Reines Geschenk für euch, aus reiner Liebe. Gott lebt umsonst. Wie leben wir? Ich bin ziemlich erbärmlich und ich brauche den Herrn für diese Form des Liebens. Die Unfähigkeit, ganz da zu sein. Der Leib und seine Zeichenhaftigkeit. Also wir sind ja bei der Theologie des Leibes und ich sage Ihnen, ich bin kein Experte der Theologie des Leibes, aber immer wenn ich Johannes Paul lese, dann fühle ich mich verwandt mit dem, was ich von meinem Lehrer und von dem, woher ich komme, gelernt habe. Also Spuren erlöster Leiblichkeit, ein paar Hinweise. Das Wort wird Fleisch. Also für uns ist ganz wichtig, dass der Leib bejaht ist, auch in seiner Verwundbarkeit, auch in seiner Gebrechlichkeit. Und wir haben vorhin auch schon gehört, dass es möglich ist, dass ein Mensch gerade in seiner Zerbrechlichkeit und Verwundbarkeit reifer wird und noch mehr gewissermaßen Sakrament ist. Ich glaube, derjenige, der uns die Theologie des Leibes geschenkt hat, war vielleicht für die Welt sichtbar am meisten Sakrament in der Zeit, wo er am gebrechlichsten war, wo er seinem Tod entgegengegangen ist, gell? Und die Menschen vielleicht gespürt haben, was ist das für ein Zeugnis, für eine Kraft, die da drin steckt in aller Gebrochenheit. Die Liebe Christi ist eine vis concretiva, sagt der heilige Thomas, also eine Kraft, die konkret macht, und konkret kommt von dem lateinischen Wort concrescere, die uns also zusammenwachsen lässt. Je mehr uns die Liebe Christi durchdringen kann, desto mehr werden wir Menschen, die modern gesprochen authentischer werden, also in einem tiefen Sinn ganz werden. Wir glauben, dass der glaubende Mensch der ist, der mehr ganz wird, nie ganz in einem letzten Sinn in dieser Welt, das ist nicht möglich. Wir hoffen, dass wir darauf zugehen, dass wir in tiefster Weise ganz sind. Aber Sie ahnen, wenn Sie sagen, der oder die ist ganz echt, gell? Da ist irgendwas zusammen
gewachsen. Man kann auch ganz echt sein und ein komischer Kauz sein und sich immer nur negativ entwickeln. Dann ist man wahrscheinlich nicht von der Liebe Christi getroffen oder berührt, aber dann dreht man sich vielleicht ganz echt in sich selber ein. Aber ich liebe auch ein Wort von der Simone Weil, dieser französischen Existenzphilosophin, die einmal gesagt hat, nicht wie jemand über göttliche Dinge spricht, zeigt, ob er durch das Feuer der Liebe Gottes gegangen ist, sondern wie jemand über weltliche und menschliche Dinge spricht, zeigt, ob er durch das Feuer der Liebe Gottes gegangen ist. Finde ich einen sehr bemerkenswerten Satz, weil es etwas zeigt, ob ich ihm hier und jetzt verstanden habe, wie Gott in meine Welt hineinwirken kann. Whole und holy und heil und heilig sind gewissermaßen aus dem selben Wortstamm. Interessant, ich weiß nicht, ob Ihnen das schon mal aufgefallen ist, dass wir das Wort Konzeptus haben für Begriff und das Wort Konzeptio für Empfängnis. Und sagen wir mal, solange wir nur im Begrifflichen hängen und das Wort in uns nur Begriff bleibt, das ist die große Versuchung von uns Theologen, über Gott gescheit daherzureden. Und Bücher über ihn zu schreiben, die stehen dann in meinem Regal und da sehe ich, oh, ich kann anschauen, ich weiß alles über Gott, habe alles in diesen dicken Büchern da aufgeschrieben und er muss mit mir gar nichts zu tun haben. Ich habe die Dinge im Begriff. Ich bin der Kontrolleur Gottes. Ja, große Versuchung von uns Theologen. Darf der Gott in mir lebendige Konzeptio werden? Empfängnis, Fleisch und Blut werden in meiner konkreten Gegenwart? Ich habe mal, auch da wieder von meinem alten Lehrer, ich liebe im Psalm 51, den wir am Freitag beten, das Wort, Herr, schenke mir einen neuen beständigen, gib mir einen neuen beständigen Geist und wer hat es denn drauf? Gib mir ein reines Herz und einen neuen beständigen Geist, Dankeschön. Und ich habe zu ihm gesagt, ich liebe dieses Wort und das ist eine Sehnsucht, wo ich hin möchte. Dann hat er gesagt, Herr Stefan, sind Sie bereit, den Preis dafür zu bezahlen? Okay. Was heißt das? Ja, kannst du die Dinge wirklich loslassen, die dein Herz besetzt halten, die du gerne festhalten willst, an denen du dich gerne festmachen willst? Gib mir ein reines Herz und einen neuen, beständigen Geist. Ideale haben oder eine Idee konkret leben, das ist im Grunde dasselbe wie Konzeption. Und dann, das ist für mich auch immer so ein sehr, sehr schönes Beispiel, wenn Sie sich fragen, gell, ist der jetzt ganz gläubig und ganz Geist oder ist der ganz in seinem Leib gefangen und hier im Jetzt, das ist was Negatives. Aber die sinnlichste Hand, Beispiel, die am meisten durchgeistigte Hand, ist die Hand des Klavierspielers, nur als ein Beispiel. Ist es jetzt ganz sinnlich, ganz leiblich, fleischlich? Ja, ja, ja. Ist es jetzt ganz im tiefen Sinn durchgeistigt? Ja, ja, natürlich. Das heißt, wenn man das nur als ein Paradigma nimmt, sind wir mit unserer ganzen Existenz Menschen, die berufen sind, liebesfähig zu sein, offen zu sein auf den anderen, verwundbar zu sein, arm vor Gott? Oder ist das noch eine Sache, die vor allem im Denken ist und hier muss ich mich dann doch absichern? Stehen Sie, das greift tief, das reicht tief. Der Leib und seine Zeichenhaftigkeit. Ich habe noch ein paar Beispiele, bevor ich dann zum Ende komme. Die Wirklichkeit begreifen. Ich weiß nicht, ob Sie Ihnen das schon mal aufgefallen ist. Das mit dem Begreifen habe ich gerade schon gesagt. Das hat was Kontrollierendes. Es impliziert die Hand. Ja, und ich kann mit der Hand Gewalt ausüben. Aber es gibt auch ein Begreifen, das gewissermaßen die Hand so reicht, dass das Wirkliche an ihm selbst erfasst und verstanden und vielleicht auch höher gehoben wird. Ich denke jetzt zum Beispiel, ich fasse ein kleines, verwundbares Küken an. Das kann ich nicht so anfassen, dem muss ich ganz zärtlich begegnen, um ihm mit meiner Hand Raum zu geben. Fragen Sie sich, ist mein Denken eher so oder ist mein Denken eher und mein Herz und meine Offenheit eher raumgebend, begreifend, vernehmend, hat auch was mit Empfangen zu tun.
Und hier kommen wir plötzlich dazu, das haben die Alten eigentlich auch gesagt, dass Keuschheit, Castitas, ein Begriff ist, der nicht einfach nur zu beziehen ist auf die sexuelle Dimension, sondern auf unseren ganzen Umgang mit Wirklichkeit. Ist dieser Mensch, der da mir begegnet, ein lauterer Mensch? Das heißt, der nicht zuerst die Welt und die anderen unter dem Gesichtspunkt anschaut, wie kann ich sie benutzen und gebrauchen. Nicht schaut und fragt, wie kann ich sie benutzen und gebrauchen, sondern wie begegnet mir die Welt als Wirklichkeit, sodass ich antworte sie und sie in der rechten Weise verantworte. Das ist, das tun wir auch mit unserer ganzen Leiblichkeit. Ein Wort von Valentin Thomberg, einem Anthroposophen, der dann katholisch geworden ist, der hat mal den schönen Satz gesagt: Lieben ist das Wirklichwerden des anderen für mich. Lieben ist das Wirklichwerden des anderen für mich. Der darf so in meine Wirklichkeit eintreten, dass er mich mitbestimmen, mitverwunden, sich mit mir freuen kann. Aber er ist eine Wirklichkeit des anderen, seine Wirklichkeit ist in mir da und wird in mir in gewisser Weise auch Fleisch und Blut. Die Liebe macht den Liebenden, dem Geliebten ähnlich bis in die Physis hinein. Das sehen wir übrigens auch in negativen Dimensionen. Ja? Also wenn ich zum Beispiel jemand bin, der über alle Maßen Essen und Trinken und Schweinsbraten liebt, dann werde ich irgendwie auch dem ähnlich, was ich da liebe. Ja? Oder wenn ein Ehepaar lange beieinander ist und die sich wirklich gern haben, vielleicht ist Ihnen schon mal aufgefallen, dass die sich in bestimmter Weise echt ähnlich werden, bis in die Physis hinein. Ja? Also Liebe macht den Liebenden dem Geliebten ähnlich, und vielleicht ahnen Sie jetzt, warum das erste Gebot, das uns Jesus gibt: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Mit ganzem Herzen, ganzer Seele und ganzer Kraft. Und du kannst einsetzen, du sollst den Herrn, deinen Jesus, lieben. Weil es fällt uns leichter, ihn, der sich uns gezeigt hat, mit ganzem Herzen, ganzer Kraft zu lieben. Und es macht uns hoffentlich ihm ähnlicher. So, jetzt geht es wieder hier nicht. Doch. Beten lernen, Gottes Gegenwart in sich Raum geben. Und mir ist auch da nochmal wichtig: Beten tun wir als Christen im Hier und Jetzt mit Leib und Seele und beamen uns nicht irgendwo anders hin in irgendwelche transzendenten Welten. Wenn christliches Beten gelingt, dann gelingt es als ein gegenwärtig werden vor Gott und gegenwärtig sein vor Gott und nicht abstrahiert vom Leib. Wenn unser Leib der Ort der Gegenwart Gottes ist, dann haben unsere Handlungen in diesem Leib auch Bedeutung vor ihm oder göttliche Bedeutung. Das ist ja, was Papst Johannes Paul so oft gesagt hat. Ne? Unser Leib hat Bedeutung und er ist in der Lage, die unsichtbare Wirklichkeit sichtbar zu machen. Ich weiß nicht, ob Ihnen das schon mal aufgefallen ist. Ein berühmter Satz im Römerbrief ist in der Einheitsübersetzung, in der neuen, richtiger übersetzt worden. Ich ermahne euch also, Kraft der Barmherzigkeit Gottes, eure Leiber als lebendiges, heiliges und Gott wohlgefälliges Opfer darzubringen. Da steht so mal, die alte Übersetzung war euch selbst. Ja, aber hier steht tatsächlich Leiber als euren geistigen Gottesdienst. Euren Leib vor Gott zu bringen, als euren geistigen Gottesdienst. Okay, die Sakramente der menschlichen Person, das ist schon die quasi fast letzte Folie. Ich habe da noch ein Zitat am Schluss. Frei in der Wahrheit stehen. Je tiefer wir lernen, frei in der Wahrheit zu stehen, desto mehr sind wir Sakrament für die anderen. Und mir ist neulich ein Satz untergekommen in den Abschiedsreden des Johannesevangeliums. Da heißt es einmal, dass der Herr der Welt kommt oder dass der Satan kommt. Und die Übersetzung ist dann: über mich hat er keine Macht, die Einheitsübersetzung. Die wörtliche Übersetzung ist: in mir hat er nichts. Warum ist das für mich so spannend? Ich rede dauernd vom inneren Leben und vom Raum geben, und dann rede ich aber auch dauernd, okay, da gibt es die Verwundung in mir, da gibt es die heimliche Sucht in mir, da gibt es die schlechte Angewohnheit in mir. Alles Ansatzpunkte, wo der Versuch hereinkommt, um etwas zu verstärken. Alles Ansatzpunkte. Jesus steht so frei in der Wahrheit, so lauter,
dass er sagen kann, in mir hat er nichts. In mir hat er keinen Ansatzpunkt. Gell? Über mich hat er keine Macht. Ist keine schlechte Übersetzung, aber ne, wir alle tragen unsere Verwundungen, unsere Sehnsüchte, unsere heimlichen Süchte, unsere schlechten Angewohnheiten. Gell? Alles mögliche Ansatzpunkte für den Versucher, der uns hindern will, wirklich in der Gegenwart Gottes zu sein. Frei in der Wahrheit stehen. Wie bewundern wir Leute, ich jedenfalls, gell, ich habe mich neulich mal wieder näher mit Franz Jägerstätter beschäftigt, der du das Gefühl hast, weil der so tief in Christus hineingefunden hat, der steht frei in der Wahrheit. Und da ist das ganze Hitler-Regime, das ihn umbringen will und danach umgebracht hat, und er steht zu seiner Wahrheit. In mir hat er nichts. Der Einzelne für die Vielen. Je tiefer wir lernen, Sakrament zu sein, in dieser Wahrheit zu stehen, desto größer wird der Radius unserer Liebesfähigkeit. Und zwar bei den großen Gestalten unseres Glaubens über deren Tod hinaus. Ich stehe immer noch, ich bin Salesianer Don Boscos, und stehe immer noch in der Liebe meines Vaters Don Bosco. Verstehen Sie? Und Don Bosco selber hat, der war großer Jugendseelsorger, Don Bosco hat den anderen, den Jugendlichen, die zu ihm gekommen sind, immer den Herzensraum geöffnet, sodass alle immer das Gefühl gehabt haben, sie gehen zu Don Bosco. Nicht, sie gehen ja, in das Haus, weiß ich was, Haus St. Sowieso in der Turiner Valdocco-Straße. Sie gehen zu Don Bosco, weil er hat mit seiner Präsenz, mit der Weite seines Herzens das Haus erfüllt. Leib Christi sein. Also wir sind, wenn wir so unterwegs sind, Teil des mystischen, des sakramentalen Leibes Christi. Weiß ich, ob Ihnen das schon mal aufgefallen ist. Saul kriegt dreimal in der Apostelgeschichte die Frage, warum verfolgst du mich? Nicht, warum verfolgst du meine Leute, die irgendwie an mich glauben? Warum verfolgst du mich? Wir sind Leib Christi, hineingenommen in das Sakrament seiner Gegenwart. Tod, wo ist dein Stachel? Das ist irgendwie sowas wie frei in der Wahrheit steht. Ein Satz von Paulus. Mal ein bisschen schneller. Mal das überspringe ich jetzt. Ich weiß nicht, ob Sie denn schon mal den Brief von Ignatius von Antiochien an die Römer gelesen haben. Im ersten Jahrhundert oder Anfang des zweiten, Ignatius, ein Bischof von Antiochien, ist auf dem Weg ins Forum Romanum, wo ihn die wilden Tiere fressen werden, als sein Todesurteil. Und er bittet die römischen Christen nicht um seine Freilassung zu beten. Er will sich hingeben, er will Brot werden wie das eucharistische Brot. Sakramentalität der menschlichen Person kommt hier in einer tiefen Weise zum Ausdruck. Über die Mutter des Herrn habe ich gerade schon gesprochen. Sie ist die antwortende Liebe. Wenn Sie in dem Sinn, dem ich dem versucht habe zu sprechen, das ist die letzte Folie, eine Definition haben wollen, dann habe ich mal bei Lothar Lies, einem verstorbenen Innsbrucker Dogmatiker, der auch sehr relational gedacht hat über Personsein, dann werden Sie das vielleicht nachvollziehen. Das finde ich sehr, sehr schön. Person ist jene Freiheit von sich selbst, ja? Das heißt frei von der Incurvatio in se ipsum, also Eindrehung in sich selbst, die einer anderen Person, einer anderen Freiheit in sich selbst Lebensraum und Stimme geben kann. Das Personsein im dreifaltigen Gott, der Sohn ist ganz im Vater, der Vater ist ganz im Sohn. Beide sind gewissermaßen ganz in der Wirklichkeit des Heiligen Geistes. Und also die Alten nennen das Perichorese, also sie durchdringen einander. Und zwar ohne, dass sie ineinander aufgehen. Ja? Es gibt in Gott absolute Einheit und es gibt in Gott absolute Verschiedenheit, weil in Gott alles absolut ist. Ja? Also der Sohn ist nicht der Vater, obwohl er im tiefsten denkbaren Sinn eins ist mit dem Vater. Deswegen, das Personsein im dreifaltigen Gott ist über den Menschen Urgrund von Symbolik und Sakramentalität in dieser Welt. Und der Mensch ist berufen, die analoge Verwirklichung des trinitarischen Geheimnisses in dieser Welt zu sein. Danke für Ihre Geduld und Aufmerksamkeit.